So, das Rexer-Spiel ist vorbei. Zeit für einen Assassinen. Und zwar für die gute Jaina. Die wollte ich vorhin ja schon spielen. Beziehungsweise am Anfang der Woche spielen. Ich bin hier, um zu helfen. Jetzt gucken wir mal, ob wir da was Vernünftiges hinbekommen mit Jaina. So, ab geht's. Ich kümmere mich darum. Hat Johnny ich spiel Jaina. Mit ihm zu verhandeln? Nur so ein Gedanke. Und unser Lineup ist gar nicht so schlecht. Wir haben Varian und die Hacker. Ich hoffe, der Varian geht auch Damage. Auf Tank. Sonst sind Probius Nasebo extrem viel Push. Ich muss auf die Kerrigan aufpassen. Und auch auf den Nasebo. Worauf werde ich spielen? Ich glaube, ich gehe einfach ganz normal Standardbild auf Q. Versuche ein bisschen zu poken. Da gibt's, wenn ich mich hinten bedeckt halte, dann kann mich die Kerrigan auch eigentlich relativ am Popo lecken. Ich bin unterwegs. Oh. Oh, dammit. Ich bin RIP. Das erste Blut wurde vergossen. Autsch. Da habe ich die Bombe und das Gift von Nasebo abbekommen. Das war natürlich sehr ekelhaft. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt aber gut, wir haben die Kerrigan mitgenommen. Müsst ihr euch schon mehr anstrengen? Hört sich gut an. Dann gehe ich auch mal mit runter, obwohl wir. Ich klima hier die Wave. Ich weiß nicht warum, aber Jaina und wir haben keine gute Beziehung miteinander. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen. Ich bin kein großer Freund von ihr. Ich kümmere mich darum. Ich werde runtergehen und ich verabscheue es, Gewalt anzuwenden. Ich bin unterwegs. Hätte schlimmer laufen können. Das gefällt. Muss ich doch, dass der Leo da kommt. Wenn ihr meint. Mit Frostspitter spielen. Jawohl. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Lasst uns gehen. Kurz und schmerzvoll. Einverstanden. Ich verabscheue es, Gewalt anzuwenden. Hört sich interessant an. Ich habe nicht genug Mana. Leider kein Mana mehr. Was ein bisschen stressig ist, deswegen muss ich jetzt auch leider wieder zurück. Ich muss nicht zurück. Peinlich die Abklingzeit von der Eislanze. Mal komplett aufs Spiel spielen. Einfach easy viel Range haben. Einverstanden. Und die Kerrigan getötet, was ja auch jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Heute ist nicht euer Tag.
Ich kann einmal luren, ob da irgendwie... Ich bin unterwegs. Ja. So richtig gefährlich werden die mir nicht, außer ich spiele Bockmist. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich Bockmist. Oh, der kommt da runter. Sonst könnte ich ihn überraschen. Leider habe ich ihn nicht überrascht. Also vielleicht so ein klein bisschen. Den Skillshot aber verkackt. Ich verkacke einen Skillshot. Das ist... auch mal was Neues. Schön gemacht. Ich werde mal den Dragon nehmen. Gut gemacht. Ich lebe wieder. Setz meinen Zorn mal hoch. Tschüss! Ah, zu lange darf ich da leider nicht bleiben. Ah, die ist tot. Weiß warum. Gegner getötet. Eiskalt erwischt. Werde in die Mitte gehen. Blutrausch. Gib doch einfach auf! Ich kann, glaube ich, komplett Range spielen. Ich bin unterwegs. So viel Range wie nur möglich. Gehe jetzt mal runter, hab den Frostring noch aktiv. Gott sei Dank war sie so blöd und ist dann noch reingelaufen. Ich habe das schon als Fail verbucht, aber... So schlimm war es gar nicht. So, Einsatzreichweite werde ich natürlich mitnehmen. Was geht da? Oh nee, böse Spiders. Ich gehe ganz zurück. Ich ziehe mich zurück. Also komplett Kuh, Frostring, müssen wir nicht drüber reden. Hat eben gerade ganz gut gepasst, weil das natürlich auch Erfrierung gibt und dadurch triggert die Eislanze und macht automatisch mehr Damage. Ich werde Varia mal ganz kurz helfen, damit das schneller geht, und Einsatzreichweite ist einfach sehr gut gegen dieses Lineup, was die haben. So, ich werde dann runtergehen.
Mal schnell den die Hacker da unten retten. Okay. Haben wir nicht gebaut, aber die Hacker ist jetzt tot, nehme ich an. Ja. Auchi Kombauchi. Das war ein schlechter Ring des Boss. Ja, wir haben den Dragon bekommen, das ist alles, was wir wollten. Mich leider ein bisschen vertan. Ich dachte, die gehen vielleicht nochmal zurück, um zu disengagen, aber haben sie gar nicht. Jetzt muss ich ja aufpassen, nicht, dass sie hier gleich um die Ecke kommen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Okay, er ist da easy rausgekommen. Hat leider unten nichts bekommen. Bisschen sehr ärgerlich. Köstlich. Gar nicht mal schlecht. Gut gemacht. Nice one. Lasst uns gehen. Gar nicht schlecht. Chaos. Jaina kann tatsächlich eine Macht sein, aber... Naja, geht alles immer noch ein bisschen besser. Lasst uns gehen. Können wir ein bisschen EP noch farmen? Gegner getötet. Gib doch einfach auf! Gar nicht schlecht. Fort zerstört. Gute Arbeit. Weiter so. Und dann mal gucken, ob wir hier vielleicht was machen können. Wir sollten vielleicht nicht in diese Engstelle fighten. Das ist irgendwie dämlich. Sie ist nämlich schon kommen. Ja, gesund. Kein Mana mehr, ich geh back. Der Drache soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Hört sich interessant an. Ja, ich geh hoch. Doch wieder zu lange geblieben. Hallo Jungs und Mädels. Wenn ihr meint. Autsch. Hat sich wieder fett gelohnt, das zu machen. Wenn ihr meint. Oh, oh, jetzt bin ich RIP. Oh no! Goddammit! Aber gut! Team wollte ja unbedingt da unten ballen und ist dann hart draufgegangen. Schon einfach wegzugehen und den verfickten Dragon zu holen, aber...
Na gut, so sind die Leute eben. Oh Gott. Da ist schon das zweite Mal gestorben. Nee. Mag mal jemand unserem Amigo beistehen? Beeilung! Unsere Verbündeten brauchen uns. Der ist übrigens nicht tank gegangen. Das ist natürlich auch unglücklich. Meinetwegen. Tag ist draufgegangen. Gib doch einfach auf! Ich verliere keine Zeit. Macht erfüllt die Schreine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Gut gemacht. Doppelkill. Gar nicht mal schlecht. Autsch, 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 autsch. Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden. Wollten schnell die Wave rauspushen und mit Kälteeinbruch spielen. Wenn ihr meint. So, ich glaube hier unten immer kurz noch die Lane mitnehmen und den Orb. Und dann geht's in die Mitte. Ich verabscheue es, Gewalt anzuwenden. Ich bin unterwegs. So, und dann geht's ab nach oben. Ich habe den Ring des Frosts ready. Da werde ich jetzt einfach in die Backline reinstürmen und alles vernichten. Blutrausch. Ihr habt mich dazu gezwungen. Ich kümmere mich darum. Eure Feinde werden zu Asche zerfallen. Zerstört.
bleiben. Au, unlucky. Oh Gott. Autsch! Das hat wehgetan. Ich habe mich anders hinstellen sollen oder weiterlaufen sollen. Ich dachte, ich kalte ihn jetzt einfach mit dem Q, um ihn dann halt irgendwann niederzustrecken. Aber das ging mal gänzlich in die Hose. Autsch, 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 autsch. Schade, wenn wir alle auf dem... Ja gut, wir konnten alle nicht auf dem Tor gehen, weil wir schon so hart angeschlagen waren. Eigentlich durchziehen müssen, glaube ich. Unabhängig davon, ob ich sterbe oder nicht. Dann kriegen wir sie halt wieder zurück ins Spiel. Ah, ich glaube, das Spiel haben wir sogar verloren jetzt. Die Ulti gleich wieder ready. Ja, jetzt kann ich ihn. Kommt doch nichts draus. Hast du einen Rückschlag? Tja, ich hab halt immer ein paar Tricks auf Lager. Hört sich interessant. Blutrausch. Ich bin unterwegs. Ach, der ist schon wieder lebendig, der Leon, ist er noch nicht. Hallo, need help. Kann ich nicht machen. Mal dran vorbei. Tschüss! Gegner getötet. Ah, das ist vorbei. Euer Blutrausch ist vorüber. Und lasst ihn auf unsere Feinde los. Der Gegner greift eure Zitadelle an. GG, Spiel verloren. Niederlage. MVP. Ja.
Ich werde mir das mal nochmal anschauen, aber ganz ernsthaft, ich pinge und pinge und pinge und pinge. Worauf soll ich denn da warten? Soll ich bis Ostern warten oder was? Ich meine, die sind alle zurückgegangen. Da brauchen wir nicht erzählen, dass sie da 10.000 Jahre brauchen, um zu mir zu laufen. Sind sie da alle oben gewesen, um einen Hero zu catchen oder was? Ich meine, wir sind im Dragon, wir können das Spiel beenden. Da lässt man den einfach laufen und geht dann gemeinsam zum Chor und gut ist. Aber, weiß nicht. Ich hätte sicherlich auch warten können. Ich bin dann nochmal zurückgegangen, aber... Oder meint er den Fight danach? Ich meine, soll ich da stehen bleiben und mitfighten oder was? Verstehe ich nicht. Natürlich gehe ich da den Chor, wenn ich dann eine, die Chance habe, dran vorbeizulaufen und dann einfach Chor, um ihn dann, um sie dann auf unter Druck zu setzen, damit sie dann mich angreifen. Aber Team ist halt dann hart verreckt. Schade. Ich bin eigentlich mit meinem Jaina-Spiel ganz zufrieden. Womit ich wohl nicht zufrieden sein kann, ist mit dem Dragon-Spiel. Da gehe ich nicht mehr rein. Das ist mir echt zu doof. Du bist immer der Angeschissene. Egal, was du da tust. Aber gut, Team soll mal eher die Backen halten. Ganz ernsthaft. Naja. Ich werde mir das mal nochmal anschauen. Keine Ahnung, was er da genau meinte. Ich meine, mir ging es darum, ich bin in den Dragon gegangen. Und wollte dann natürlich auf den Chor marschieren. Und Team eiert da oben in der Top-Lane irgendwie rum. Ich pinge die ganze Zeit und pinge und pinge. Und die bewegen sich halt kein Stück zu mir. Und logischerweise mache ich dann halt irgendwas. Dann gehe ich da halt hin. Und dann sind sie ja immer noch nicht gekommen. Und dann waren wir da und dann haben sie gefightet. Und dann gehe ich logischerweise vorbei, um ein bisschen Druck auf sie auszuüben. Damit sie den Chor defenden. Aber nein, Team musste da ja auch wieder rumeiern. Naja, dann bleibe ich beim nächsten Mal einfach da. Aber ich könnte hundertprozentig mit euch wetten, dass dann rumgeeiert wird. Warum bist du nicht Chor mit den Dragon gegangen? Ja, wie man es macht, es ist nicht richtig. Egal, ich bin mit meinem Spiel einigermaßen zufrieden. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auf Range zu gehen, die hatten eigentlich nur eine wirkliche Gefahr, die mir im Wege stand. Und das war der Nasebo und die Kerrigan. Der andere Rest war eigentlich nicht so dolle gefährlich. Mich zwar mal catchen lassen von Nasebos Zombie Wall, was halt nicht unbedingt vorteilhaft war, und einmal von Leorix Tump Entump, das war halt auch nicht sehr förderlich, aber gut, wir haben ihm diesen Sieg geschenkt. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschö.